Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist die letzte GMAC für 2020 und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr euch für die Semifinals qualifizieren könnt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werden nämlich beide Runden der GMAC Online Open Heats auch zocken. Also schaut gerne vorbei und tragt natürlich auch gerne meinen Creator-Code TheAircraft im Item-Shop ein. Würde mich natürlich ebenso freuen. Bevor wir jetzt mit den ganzen Tipps und Tricks anfangen, werde ich euch als erstes mal zeigen, wie man sich dafür registriert. Und danach noch euch nochmal erklären, wie das Ganze aufgebaut ist, das Format von der GMAC. Und um sich zu registrieren, muss man einmal auf die GMAC Website gehen. Werde ich euch einmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort müsst ihr einfach einmal auf Sign Up klicken und euch dann hier registrieren. Das heißt, einmal dieses Formular ausfüllen und dann seid ihr schon registriert. Ihr müsst hier nicht euren Duo-Partner direkt registrieren, sondern ihr müsst euch eben halt im Duo jede einzeln einmal registrieren, damit ihr eben halt das Ganze dann spielen könnt. Die GMAC ist dann so aufgebaut, dass aus den jeweiligen Heats, also dem Heat 1 und dem Heat 2, jeweils 250 Leute in die Semifinals weiterkommen. Die beiden Heats sind komplett unabhängig voneinander, das heißt, man startet in beiden Heats immer von 0. Aus den 500 Duos, die sich dann aus den beiden Heats in die Semifinals qualifiziert haben, kommen dann nur 50 weitere ins Finale weiter und dort ist das System dann wieder, dass man über 3 Stunden 6 Matches spielt und die Matches immer gleichzeitig starten. In den Runden davor, in den Heats und in den Semifinals hat man ganz normal 10 Matches über 3 Stunden, die eben halt nicht gleichzeitig starten. Das Punktesystem sieht so aus, dass man ab Top 25 Punkte bekommt, jeweils 2 Punkte dann für jedes Placement, außer zwischen Top 24 und Top 22, dort gibt es jeweils nur 1 Punkt pro Placement, aber ansonsten geht es bis Top 6 weiter mit jeweils 2 Punkten, von Top 5 bis Top 2 gibt es dann jeweils 3 Punkte und der Sieg an sich bringt nochmal 6 Punkte, das macht dann insgesamt 55 Punkte für einen Sieg, ohne dass man Kills hat und jeder Kill bringt immer zusätzlich nochmal 5 Punkte, das heißt, man braucht im Prinzip 11 Kills, um genauso viele Punkte zu bekommen wie der Sieg. Um sich für die Semifinals zu qualifizieren, wird man ungefähr 520 Punkte brauchen. Kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Und dafür habe ich mir jetzt aus der letzten DreamHack Online Open Heat einmal angeschaut, wie die ganzen Leute gespielt haben, was sie ungefähr für ein Spielziel hatten. Und dort gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie man ehemals geschafft hat, sich zu qualifizieren. Insgesamt, also jetzt mal rein theoretisch, brauchen wir nur 7 mal Top 3 Placement mit jeweils 5 Kills. Natürlich, Top 3 Placement ist jetzt nicht unbedingt leicht zu erreichen, aber 5 Kills sollten eigentlich locker möglich sein und an dem habe ich es im Prinzip runtergebrochen, wie man sich dann eben halt am Ende qualifizieren kann. Einmal Top 3 und 5 Kills entsprechen nämlich 75 Punkten und das ist eigentlich so das, was man im Durchschnitt braucht, weil man eben halt immer ein paar Runden hat, wo man vielleicht mal offspawn stirbt, wo man dann immer nicht so weit kommen kann. Dann habe ich davon eben halt mal als Vergleich gezogen, wie viel man eben halt für beispielsweise eine 20 Bomb bekommt oder wie viel man mit weniger Kills, mit weniger Placement Punkten bekommt und für eine 20 Bomb entspricht eben halt zweimal diesen Top 3 plus 5 Kill Placements. Das heißt, eine 20 Bomb entspricht eben halt ungefähr so 150 Punkten. Eine 35 Kill Runde, die auch der eine oder andere gedroppt hat, entspricht dann ungefähr dreimal diesen Top 3 Placements. Eine Runde mit 7 Kills entspricht ungefähr der Hälfte eines Top 3 Placements. Alternativ genauso Top 8 oder einmal Top 18 und 4 Kills entspricht alles der Hälfte von Top 3 Placements. Und 10 Kills oder Top 15 und 5 Kills entspricht einem 2/3 von einem Top 3 Placement. Anhand dieses Wissens kann man dann eigentlich ganz gut runterbrechen, wie viele Runden man braucht. Wie gesagt, insgesamt braucht man als Referenz 7 mal Top 3 plus 5 Kill Placements. Da man das aber nicht schaffen kann, muss man das eben halt anders aufteilen und dort wäre wahrscheinlich für die meisten ganz ein guter Anhaltspunkt 3 mal Top 3 kommen mit 5 Kills und dann zusätzlich nochmal 6 mal Top 15 kommen mit 5 Kills. Natürlich können das Ganze auch anders anordnen, wenn man beispielsweise Top 3 kommt mit 10 Kills oder so, könnt ihr euch natürlich einmal ein bisschen vielleicht in den letzten 6 Runden ein paar Kills jeweils dann eben halt ersparen. Beispielsweise, wenn er 10 Kills einmal in diesen Top 3 Placements holt, dann braucht er im Prinzip nur noch 4 Kills pro Runde in den letzten 6 Runden. Die zweite Strategie, die man eigentlich fahren kann, ist eine 20 Bomb zu machen innerhalb der ersten Runden. Danach braucht er nämlich nur noch zweimal diese Top 3 Placements und danach braucht er nur noch 6 mal Top 18 Placements plus 4 Kills eben halt jeweils, was auf jeden Fall locker möglich ist. Also Top 18 plus 4 Kills sollte man in jeder Runde schaffen können. Und dann habt ihr sogar am Ende noch eine weitere Runde, die ihr sozusagen einfach komplett throwen könnt. Letzte Alternative wäre eben halt einmal, dass ihr diese 35 Kill Bomb macht. Das ist natürlich etwas schwieriger. Dann braucht ihr aber nur noch einmal ein Top 3 Placement und wiederum 6 mal Top 18 plus 4 Kill Placements und habt dann am Ende sogar 2 Runden, die ihr throwen könnt. Das Ganze sind natürlich nur Annäherungen. Das heißt, ihr könnt das Ganze anders spielen, aber so habt ihr auf jeden Fall schon mal eine Idee davon, wie ihr spielen könnt. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall nicht W-Keyen, aber wenn ihr nicht W-Keyen wollt,
wollt oder nicht könnt, dann müsst ihr eben mal consistent ins Endgame kommen. Auf jeden Fall diese dreimal Top 3 Placement holen. Im Endgame kann man sehr, sehr easy Kills holen, gerade in den ersten Runden. Also da eine Runde mit 10 Kills zu haben, wäre auf jeden Fall nicht schlecht, mit dem Win am besten auch. Und ansonsten einfach 6 Runden wirklich consistent Top 15 kommen, 5 Kills. Ist nicht das Allerschwierigste, aber ist natürlich jetzt auch nicht super leicht. Das heißt natürlich, umso besser ihr am Anfang spielt, desto weniger gut müsst ihr bei diese letzten Runden sein. Um dann natürlich so etwas wie eine 20-Bomb zu schaffen, ist es ganz, ganz wichtig, dass man Fights schnell beendet. Generell, egal was ihr machen wollt, umso schneller ihr mal Fights beendet, desto schneller könnt ihr rotieren, desto besseres Positioning könnt ihr bekommen, desto mehr Loot habt ihr am Ende, desto weniger Heal verbraucht ihr. Also im Prinzip geht es wirklich nur darum, die Kills so schnell wie möglich holen und eben halt Kills auch so schlau wie möglich angehen. Eine sehr, sehr gute Strategie, um wirklich Kills schnell zu holen, ist Gegner zu alphern. Was ich damit meine, ist ganz einfach, dass ihr eben halt, wenn ein Gegner seht, den ihr fighten wollt, dass ihr dann nicht erst wartet, den vielleicht beamt, wenn ihr wisst, dass die Gegner euch eventuell schon gesehen haben, sondern rammt einfach hoch, pusht komplett krass auf Highground, sprayt auf die so doll rauf, dass sie schon gar keine Lust mehr haben, dass sie nicht euch den Highground stehlen können. Denn wenn ihr erstmal über den seid, dann sind die anderen Gegner meistens schon so ein bisschen eingeschüchtert von euch und dann habt ihr meistens nochmal deutlich leichteres Spiel. Außerdem baut ihr euch damit selbst so eine große Confidence auf, wenn ihr selbst wisst, dass ihr hochpusht, dieses dauerhafte Alphan macht. Ihr könnt euch das auch selber darauf sagen, dass das gleich was in Frosty Friends gemacht haben. Wenn wir wirklich Gegner gealphert haben mit diesem System, hochpushen, direkt raufgehen, haben wir die Gegner eigentlich fast immer bekommen und zwar auch richtig schnell bekommen. Ich werde in den nächsten Tagen auch nochmal ein genaueres Video dazu hochladen, wie ihr am schnellsten Fights beenden könnt. Allerdings habe ich das heute immer noch nicht fertig, deshalb erst die nächsten Tage. Aber für die nächsten Tournaments könnt ihr das Ganze natürlich genauso gut anwenden und natürlich, wenn im Januar nochmal eine Streamer kommt, könnt ihr natürlich dort genauso die Tipps auch wieder anwenden. Ansonsten solltet ihr natürlich Grund-Rotation-Ideen haben, wie zum Beispiel, dass man in der ersten, zweiten Zone eher Richtung Dead Zone rotieren sollte, in der dritten Zone eben halt Center Zone sein sollte, in der vierten Zone Edge Zone sein sollte und dann eben halt immer schön weit vorne in den Moving Zone sein sollte. Das sollte euch eigentlich bewusst sein. Wenn ich dazu auch nochmal ein weiteres Video machen sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber wenn ihr diese Grundideen und Grundkonzepte auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf habt, dann werdet ihr sehr, sehr viele Kills machen können. Ansonsten spielt im Endgame schön auf Highground. Du ist es etwas spät, sollte man etwas später hochgehen als im Trios. Das heißt, erst so fünfte Zone, wo ihr hochgehen solltet. Sehr leicht geht das auch, wenn ihr euch in der fünften Zone, falls ihr eh mal die 50-50 Zone bekommt, wenn ihr euch dort schon hochtörtelt, 3-4 Stockwerke hochtörtelt und von dort aus dann weiter rotiert. Da kommt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut. Außerdem auch eine sehr, sehr gute Methode, um auf Highground zu kommen, von der einen Zone in die nächste Zone Shockwaven, so früh wie möglich eben halt und sich dann dort direkt auf Highground bauen. Da kann man auch sehr, sehr viele Kills mitnehmen. Ansonsten, wenn nur noch einer solo im Endgame lebt, dann geht am besten keine 50-50s ein, also W-Keyt nicht einfach auf Gegner rauf, nur um Kills zu bekommen, sondern geht dann lieber auf die Placements, weil gerade, wie gesagt, Top 5, 4, 3 gibt eben mal jeweils 3 Punkte. Das sind nochmal wirklich starke Punkte, die man dann eher mitnehmen sollte, als vielleicht dann Fight einzugehen, wo man relativ safe dann am Ende stirbt. Ansonsten einfach richtig schön viele Communications haben, das heißt, euch immer absprechen im Endgame, dann werdet ihr auf jeden Fall gut weit kommen. Und damit sind das schon die ganzen Tipps und Tricks, die ich euch für die DreamHack geben kann. Ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir gerne natürlich wie immer Feedback in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video. Ciao.